Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir, von uns. Wir fahren gerade mit Furkan und Lina in die Arkaden mit der Bahn. Hakan will sich so eine Shisha holen als Deko, die von Teddy für 10 Euro. Und wir wollten auch mit Mama ein bisschen spazieren, vielleicht ein Eis essen. Ey, ein Eis essen. Und Leute, ich habe mich bei Konsumgöttinnen beworben. Ich kriege so ein IPL-Gerät zugeschickt. Ihr wisst ja, ich wollte eigentlich eins bestellen. Habe ich dann doch nicht gemacht. Und jetzt bei uns sagt man Sabunsono Selametir. Ich habe jetzt abgewartet. Ich wollte eigentlich Geld sparen und mir das kaufen. Und jetzt kriege ich das von Braun zugeschickt. Also ihr könnt euch da auch anmelden. Nina! So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Und wir haben Geschenke aus dem Irak bekommen. Meine Schwiegermama hat uns ein paar Sachen geschickt. Also ein paar viele Sachen. Und ich kriege kaum Luft. Sie hat Gewürze geschickt. Das riecht so stark. Ich weiß nicht, welches Gewürz das ist. Ich zeige euch das mal. Ich muss mich ein bisschen frei machen. So, also als erstes hat sie mir Hausschuhe geschickt. Voll süß. Einmal die hier. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber ich wollte es mal zeigen. Mal was anderes. Dann einmal die. Die gefallen mir ganz gut eigentlich für zu Hause. Oder wenn man entbindet oder so. Diese Hausschuhe aus also so Latschen aus Plastik, die sind sehr, sehr gut, finde ich. Dann hat sie uns so 3 Löffel geschickt aus Holz. Dann einmal so einen großen Holzlöffel. Ich liebe es ja mit Holzlöffeln zu kochen. Dann hat sie uns 3-mal diese Folien geschickt, die man auf den Tisch machen kann, wenn man isst. Einmal mit so einem roten Muster. Dann einmal so ein orangener Muster. Dass man das erkennt. Und nochmal so mit roten Muster. Ich hoffe, die sind schon geschnitten, also trennbar. Ja, die sind trennbar. Dann hat sie uns, voll süß, sie hat uns Sachen geschickt, die wir eigentlich schon haben. Dann hat sie uns so Handschuhe für den Backofen geschickt und einmal diese Lappen dazu. Das habe ich sowieso gebraucht, weil unsere sind schon voll dunkel geworden. Dann hat sie mir diese Socken geschickt, die sind gerade voll in, wisst ihr bestimmt, ne? Die sind so durchsichtig mit Wolken. Voll süß, also dann hat sie sogar Socken geschickt. Einmal die. Dann hat sie mir so ein T-Shirt geschickt, das ist ein bisschen zu groß, aber ist nicht schlimm. Kann ich auch in meiner Schwangerschaft anziehen. Einmal das. Das ist Größe 42. Ich trage hier eigentlich 34, aber ist auch nicht schlimm. Dann hat sie so weite Hosen geschickt. Shawar nennt man das, glaube ich, bei denen. Einmal das hier. Die sind ein bisschen bunt, aber ich finde die ganz schön, weil die sind so richtig weit geschnitten und so luftig und locker. Ich muss sie auf jeden Fall waschen, weil die riechen voll nach Gewürz. Einmal das. Dann einmal das Rote hier. Mit roten Rosen. So. Einmal das. Und einmal das hier. Genau. So, was noch? Ich zeige euch das noch. Vielleicht kennen das ja einige von euch. Das sieht aus wie getrockneter Bamia. Ich glaube, das ist auch getrockneter Bamia. Seht ihr das? Ihr könnt mir hier reinschreiben, ob das getrockneter Bamia ist. Was ist das? Boah, das riecht so stark. Oh. Ich weiß nicht, oh, der kennt das natürlich besser. Der ist aber jetzt auch der Arbeit. Einmal das. Ich muss sie alle in so eine Tupperdose reintun. Weil bei der Wärme riecht das viel, viel stärker, als wie es sonst riecht. Dann hat sie einmal das hier geschickt. Das steht da drauf. Also, wenn ihr mir das übersetzen könnt, dann wisst ihr, was das ist. Also, ich weiß nicht, was das ist. Ich soll das auch machen und riechen. Das ist auch kein Glas. Marmelade. Oh, dann meinte, schmeißt das bitte nicht weg, das schmeckt voll gut. Ich denke mal, das ist irgendwas, was er mag. Und dann geht's weiter. Hier haben wir so viele Gewürze, die sind auch verpackt. Und die sind alle so beschriftet. Vielleicht können das einige von euch lesen. Ich glaube so, das ist richtig. Diese Gewürze. Das war. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Einmal das hier. Ich denke mal, das ist so, um den Kuchen zu verzieren oder so.
Dann das. Das kenne ich auch. Das haben wir auch in der Türkei. Also das haben wir dreimal. Und ganz viele Pistazien. Oh, der liebt diese Pistazien. Und dann als vorletztes, das kenne ich, das habe ich auch mal probiert, die sind richtig sauer, wenn das das ist. Und zwar ist das sowas hier. Und dann so. Und dann so. Also ihr könnt mir das wirklich reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher und ich glaube, das sind Messer. Das machen wir auch mal auf. Das wird jetzt ein bisschen lange dauern. Haben wir auch zu Hause, aber die sind ja viel, viel schöner. Die haben voll das schöne Muster. Findet ihr nicht? Ich finde das Muster sehr, sehr schön. Ich bin sogar aus Deutschland, hier steht Germany. Kann man das lesen? Ich glaube nicht. Ich muss erstmal fokussieren hier. Also hier steht Germany auf jeden Fall. Aber die sind auch sehr, sehr scharf. Ja. Ja, das war's. Und dann war ich noch bei H&M mit meiner Mutter. Da habe ich mir einmal dieses Kleid gekauft. Das ist ein langes Oberteil. Es war also Größe 34, runtergesetzt von 20 Euro auf 7. Was steht da drauf? Make memories from dreams. So ein langes Oberteil. Meine Mutter meint, das kannst du auf keinen Fall als Kleid anziehen, aber oh doch, das werde ich tun. Gerade was das vorher gekostet hat. Aber sehr wahrscheinlich auch 7 Euro. Ne, 9 Euro. Vorher hat das 9 gekostet. Und jetzt 7. Okay. Also für 9 hätte ich es, denke ich, mal auch gekauft. Dann wollte ich mir schon voll lange dieses Kleid holen. Das hat aber 40 Euro gekostet. Ist Größe 36. Und jetzt war das runtergesetzt auf 15 Euro und ich finde das voll gut für den Preis, also das sieht sehr, sehr gut aus. Ich habe es anprobiert. Der Rücken ist frei, meine Mutter meinte auch direkt, das müssen wir zunehmen. Dann habe ich gesagt, nein Mama, das kaufst du nicht, das ist mir nicht zu frei. Das ist einmal so, das hat hier so eine Unterteilung angeblich und dann, ich muss das auf jeden Fall mal anziehen, dann zeige ich euch das. Vielleicht ziehe ich das morgen an, morgen ist es ja voll warm und hier ist das dann auch, also geschnitten, hier ab den Knien. Und das hat noch hier so ein, wie nennt man das bei uns, nennt man das Soft? Keine Ahnung, das hat dann noch so was Weißes darunter, damit man auch nicht alles sieht. Ja, das war es. Ich hoffe, das hat euch interessiert, was wir so alles geschickt bekommen haben. Mich interessiert sowas sehr, wenn ich das sehe, was es so in anderen Ländern gibt. Ich finde das voll süß, aber ich muss jetzt auch wieder anrufen und fragen, ob ich das warm lagern kann. Weil ich würde sie dann einpacken und, ja, der hat schon angerufen hier für 5 Minuten. Warum habe ich das nicht gesehen? Mein Handy lag doch neben mir. Ja, ich muss es auf jeden Fall in Tupper rein tun, weil das riecht unnormal stark. Ich weiß, die Gewürze schmecken sehr, sehr gut, aber das riecht wirklich sehr stark. Ich bin nach Hause gekommen, ich dachte, irgendwas ist verbrannt oder so, weil das so stark riecht. Jetzt geht er nicht dran. Übrigens gab es vorgestern kein Video. Warum? Keine Ahnung. Wir sind rausgegangen. Ach so, Leute, ich wollte euch noch dazu was erzählen. Und zwar, ich darf ja dieses Braun Silk Expert 3 IPL testen. Und das ist wirklich nicht, weil ich YouTube mache. Es gibt eine Seite. Seht ihr diese Nachricht? So, und zwar, es gibt eine Seite, die heißt Konsumgöttinnen. Da könnt ihr euch anmelden, kostenlos. Ich habe das vor 4-5 Monaten gemacht. Ich habe mich 3-mal beworben, aber die haben mich nie angenommen. Und jetzt, ich fand die 3 anderen Male, keine Ahnung mehr, was das war. War auch einmal so ein IPL-Gerät, aber
Nicht von Braun, sondern das andere. Ist das auch von Braun? Nee, von Philips ist das, glaube ich. Aber da haben die mich nicht angenommen. Und dann habe ich heute eine Nachricht bekommen. Herzlichen Glückwunsch, du testest das Braun Silk Expert 3 EPL. Ich habe mich so gefreut, Leute, weil ich habe euch erzählt im Livestream, dass ich jetzt sparen möchte, jeden Monat 50 Euro. Und das mir dann kaufen möchte. Aber dann meinte, kauft ihr das diesen Monat, aber ich bin nicht der Typ, der auf einmal etwas kauft. Und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen, wie viel das kostet. Das, was ich wollte, war runtergesetzt auf 168 Euro für Amazon Prime Kunden. Und hier steht, das kostet, also hier Braun Silk, Silk Expert 3 EPL ist ab 299,99 Euro unverbrenntes UVP im Handel erhältlich. Und ich finde, also ich wollte das hier schon immer testen. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren, dieses Gerät hier. So, und werde euch darüber auf jeden Fall berichten, nur damit ihr Bescheid wisst. Also das hat jetzt nichts mit YouTube zu tun, da könnt ihr euch auch anmelden und könnt auch Sachen ausprobieren. Da kann man Produkttests machen, da kann man momentan, was kann man noch machen? Ich kann euch das mal zeigen. Hier geht es auf Produkttest drauf. Hier, einmal gibt es ein Diät-Shake momentan und einmal ein, hier, wir suchen 500 Konsumgöttinnen für Dermasense Cream Soft LSF 30 für problematische Haut und einmal, wir suchen 960 Konsumgöttinnen, die mit Nice and Easy ein paar Pfund abnehmen können. Also Leute, da könnt ihr euch bewerben, 960, ich denke noch, also die haben das, glaube ich, vor 3-4 Tagen reingestellt, da könnt ihr euch auf jeden Fall anmelden und wenn ihr halt nicht so viel Geld habt, um Abnehmzeug zu kaufen. Ich will euch jetzt nicht wieder verdonnern, damit ihr da mitmacht oder so, aber ich zeige euch das kurz, das Lied gerade. Aber ich finde es gut, wenn man das testen kann, warum nicht? Oder? Was sagt ihr? Ihr macht das auf jeden Fall, bewerbt euch da, das ist wirklich kostenlos. Ihr müsst dann halt einen Text schreiben, wie ihr das Produkt findet und bla bla bla. Aber das ist ja eine Aufgabe von 5 Minuten. Ich hoffe, ich rede nicht zu leise. Selina schläft nämlich. Also, hier steht einmal, das ist genau wie was ich genommen habe. Hier, morgens und abends ein Shake, in der Mitte einmal essen. Und hier zweimal essen und am Abend ein Shake, glaube ich. Im Testpaket ist eine 980 Gramm Packung, ergibt 28 Portionen sowie zwei verschiedene Flavors, jeweils für mindestens 30 Shakes. Das heißt insgesamt 60 Shakes. Das sieht dann so aus. So, genau. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall bewerben und nein, ich werde nicht dafür bezahlt. Ich will euch nur einen Tipp weitergeben, weil ohne YouTube kann man wirklich auch Sachen testen. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Seite, aber ich finde jetzt Konsumgöttinnen am besten. So, dann wollte ich euch noch eine liebe Freundin von mir vorstellen, und zwar die liebe Sandra. Ich wollte sie schon letztens vorstellen, habe ich voll vergessen. Sie hat auch YouTube und und zwar Sandras Kochblog auf YouTube. Sie zeigt jedes Mal Food Diaries und das ist auch was sehr Gutes. Dann zeigt sie Low Carb Rezepte. Das ist sie. Das ist die liebe Sandra. Genau. Sandra hat nämlich auch ein Rezeptbuch rausgebracht, was momentan auf dem Markt ist. Und ich habe es leider noch nicht. Aber sie hat auch auf Instagram immer so schöne, leckere Fotos. Da bekommt man direkt Hunger. Also ich verlinke ihren Kanal auf jeden Fall unten in der Infobox. Sie hat wirklich sehr, sehr gute Rezepte immer und so schön. Ich weiß nicht, ich würde vorbeischauen. Ihr wisst, ich liebe es, Sachen nachzukochen. Und wenn du weißt, das schmeckt, dann kochst du immer wieder von dieser Person was nach. Deswegen Cook Bakery habe ich euch vorgeladen. Funny's Sweets, die liebe Funda, macht auch sehr, sehr leckere Rezepte. Ich werde euch alle drei Kanäle nochmal unten in die Infobox setzen, weil ich finde, alle drei Mädels haben super tolle Rezepte und können super toll kochen, wirklich. Sei es die Duygu von Cook Bakery, sei es Funda von Funny's Sweets oder sei es Sandra von Sandras Kochblog. Also, ich weiß nicht, ich liebe diese drei Mädels und die sind so authentisch, bodenständig, nicht abgehoben, nichts. Also,
Die sind so, wie die sind und ja, ich mag alle sehr. Ja. Ach, ich sehe gerade, sie hat mich sogar hier auf YouTube, auf Instagram geteilt. Seht ihr das, wie süß sie ist? Ich sehe das wirklich erst jetzt. Shoutout to Familie Said, YouTube. Noch 3 Stück auf YouTube. Oh, wie süß. Ich bin gerade da. Sandra, du siehst das jetzt. Ich schreibe dir gerade live. Ich bin gerade dabei, dich zu erwähnen. Das war dumm, ein Gedanke. Aber die ist so lieb. Ja, auf jeden Fall, ja, da seht ihr, ne? Sandra, nicht abgehoben, nichts und einfach ein herzlicher Mensch. Ja, Mädels, ich würde sagen, ich drehe gleich weiter. Ich habe jetzt 15 Minuten gequasselt, ey. Und danach zeige ich euch ein bisschen Lina. Lina habt ihr jetzt voll oft nicht gesehen, aber sie ist momentan so unruhig. Sie schläft auch gerade noch in ihrem Kinderwagen, weil sie eingeschlafen ist. Ich verräume das jetzt alles und muss Orbit erreichen, wo ich jetzt die Gewürze verpacken soll. Mal schauen. So, Lina isst gerade hier Köfte von gestern. Nein, nein, nein. Ja, mit Ketchup. Nein, Maus. Erst essen, dann gehen wir gleich raus. Eis essen, ja? Versprochen. Ja? Guck mal, wie deine Zähne glänzen, weil wir deine Zähne geputzt haben. Ja. Hat der Affe den. Ist heiß, ne? Warte. Lecker? Jan? Willst du den Chicken im Bad? Ah. Nina? Ninosch? Soll ich neben dir laufen? Warte. So, jetzt. Komm. Ja, und was mit deinem Auto? Nina, dein Auto.